Was hätten Sie denn nach dem Sport gemacht, wenn es mit der Finanzbranche nicht geklappt hätte? Ui, das kann ich ganz schwer sagen, weil ich weiß ja nicht, was aus mir sonst geworden wäre. Ich wusste nur, dass im Fußball erstmal dann zwischenzeitlich nicht mehr das große Ziel war, Profifußballer zu sein. Das hat mir irgendwie nicht so erfüllt, wie ich mir das gedacht hatte, wie ich mir das erträumt hatte. Und deswegen war Fußball dann out. Und dann habe ich einfach die Entwicklung so gemacht, wie ich es jetzt gemacht habe. Was ich geworden wäre, ich weiß es nicht, vielleicht wäre ich Trainer geworden, aber wie gesagt, kann ich ganz schwer beurteilen, weil man ist ja so, wie man ist, weil man diesen Weg so gegangen ist. Und es gibt so viele Kreuzungen im Leben, an die man kommt, wo man anschließend dann erst sagen kann, wo man angekommen ist. Wenn man so ist, wie man ist, hat man dann auch einen bestimmten Handelsstil? Ist das sehr individuell, jeder für sich? Ja, aber das hat eher was mit dem Charakter zu tun. Es gibt Hasardeure, die gerne das Risiko nehmen. Es gibt auch hier Leute, die weniger Risiko mögen, eher, ich will es mal so sagen, verwalten und administrativ arbeiten. Das ist dann defensiv. Es gibt, wie gesagt, Leute, die sagen, sag mal Feigling. Dann hören sie von einem Kollegen Feigling und dann drücken sie eben auf den auslösenden Knopf, weil sie eben das Risiko lieben und andere scheuen es etwas. Das hängt wirklich vom Charakter ab und da macht das dann letztendlich dann das auch aus. Und die Mischung als Team, wie bei mir zum Beispiel in meiner Gruppe, die ist letztendlich dann der Erfolgsgarant, denn die einen egalisieren das andere und demzufolge können beide wunderbar miteinander leben, sowohl das Risiko wie auch diejenigen, die das Risiko nicht so sehr lieben. Nach 30 Jahren an der Börse, haben Sie da noch berufliche Ziele? Das ist das Witzige, ich habe noch nie wirklich konkrete Ziele gehabt in meinem Leben. Also vielleicht, außer dass ich mal Familienvater werden möchte und heiraten möchte und vielleicht ein Haus haben möchte, wie das 90% der Menschen wahrscheinlich wollen in Deutschland, habe ich noch nie wirklich mir bewusst Ziele gesetzt. Ich habe mich eigentlich immer so ein bisschen treiben lassen und meistens haben sich die Aufgaben auf mich bezogen, beziehungsweise die Aufgaben haben mich gesucht und ich habe sie meistens relativ gut dann auch ausgearbeitet und letztendlich dann auch ausgefüllt und dann hat sich das entwickelt. Von daher warte ich auf das, was mich letztendlich dann trifft. Wenn man so einen stressigen Beruf hat, mit welchen Hobbys kann man das dann ausgleichen? Auf jeden Fall mit Hobbys, die einem möglichst schnell den Kopf frei machen. Bei mir ist das natürlich keine große Überraschung, Fußball spielen. Aber gar nicht so sehr mein Problem. Andere haben viel mehr Probleme mit dem Körper. Deswegen ist Fußball nicht mehr ganz so häufig. Tennis, Laufen. Aber ganz ehrlich auch, wenn ich von der Börse wegfahre, einfach laut Musik hören, ob AC/DC oder irgendwelche anderen Dinge, machen den Kopf frei und helfen dann möglichst schnell viel Abstand zu den Geschehnissen des Tages zu bekommen. Und dann kann man entspannen und dann kann man sich noch einen Whisky einverleiben und dann ist die Welt in Ordnung. Haben Sie noch Tipps für junge Leute, die gerne ja vielleicht ihren Weg auch gehen würden oder hier an die Börse kommen wollen? Ja, absolut. Wenn man ein grundsätzliches Interesse hat und nicht gerade so zufällig an die Börse kommt wie ich, Interesse hat an Finanzen, an Wirtschaft, nebenbei echt ein spannendes Thema, was die Menschen gar nicht so wirklich erfassen, weil sie denken, das sind nur Zahlen. Hinter den Zahlen stehen meistens Menschen, wie Steve Jobs zum Beispiel. Das sind interessante Leute und da gibt es viele von in der Wirtschaft und in den Finanzen. Und wenn eben junge Leute daran Interesse haben, dann sollten sie auf jeden Fall nicht nachlassen, diesen Weg gehen zu wollen und sich dann auch wirklich ganz hartnäckig auch dann daran setzen. Das imponiert den Menschen, bei denen sie sich dann vielleicht zukünftig bewerben wollen. Ein schönes Schlusswort. Danke Ihnen, Oliver Roth, für den Einblick in Ihr Leben. War sehr schön zu erfahren, wie es denn hier so an die Börse gehen kann. Danke Ihnen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch auch den YouTube-Kanal und gehen Sie auf die Webseite lynxbroker.de.